Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2, hier bei Heisenberg zockt. Meine Güte, guck mal, jetzt ist das Städtchen aber tatsächlich ein bisschen in die Höhe geschossen. Gibt's ja nicht, das war doch noch so flach in der letzten Folge. Ja, da sieht man, das wächst. Was haben wir? 1924? Ja, ein bisschen gewagt, würde ich sagen. Ich glaube, 1924 gab es noch nicht solche hohe Häuser, oder? Täusche ich mich da? Weiß ich nicht. Ist egal, ich möchte jetzt ein Krokodil. Und jetzt gibt's ein Krokodil. Zack, weil wir brauchen Futter für die ganzen Leute hier. Lokomotiven elektrisch gerne. Da haben wir das BWÖ-Krokodil. Hier haben wir wahrscheinlich, ich nehme an, genau, die Schweizer Variante. Ich würde sagen, wir nehmen mal beide. Wir können die Fahrzeuge ja einzeln austauschen. Das geht ja jetzt. Also hinzufügen. Dann Wagen, Cargo, Futter. Nein. Nein, nein, nein. Hier haben wir Futter. Haben wir hier Futter? Doch, hier haben wir Futter. Hinzufügen. Kapazität 48. Das ist eigentlich so eine große Stadt. Ja, wir machen mal 56. Ja, machen wir mal 64. Kostet 8 Millionen. Können wir bezahlen. Also, oder sollen wir... Wisst ihr was, wir machen zuerst mal nur einen Zug. Ich bin schon wieder im Schönbau. Heiliges bisschen. Wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. Also, einmal den, dann machen wir dafür nochmal einen Wagen, würde ich vorschlagen. Okay, kaufen wir. Linie zuweisen wäre... Ach, wir haben die Linie noch gar nicht gemacht. Okay, noch haben wir gemacht. Habe ich sie noch nicht angeschrieben? Moment, wir gehen mal ein bisschen raus. Das war doch irgendwie... Ah, da haben wir es doch. Brötchen für Moloch. Ja, man muss es noch so anschreiben, dass man es dann auch wieder findet. Aber ist eigentlich durchaus sinnig. Brötchen für Moloch. So, und jetzt. Tätere. Guckt euch mal die Skyline an und guckt euch den Zug an. Vorbei ist das Zeitalter der Dampflokomotiven. Unsere erste Elektrolok. Ach, ich freue mich. Nichts gegen Dampflokomotiven. Aber das ist natürlich schon gleich mal wieder was Neues. Herrlich. Und auch der Klang von dieser Lokomotive. Sehr, sehr nett. So, dann gucken wir mal, dass wir hier Brötchen kriegen. Ich würde sagen, wir steigen natürlich ein. Beziehungsweise, Moment, ich muss dich noch kurz drehen, damit wir dort noch rein können. Und dann werden wir eben noch wegen LKWs etc. gucken müssen. Oh, wie hier, ui, guck mal, wie hier Leute warten und stehen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich bei den Straßenbahnen auch noch mal ein bisschen was machen. Also einmal drehen, einsteigen. Ah, und Krokodilschau sozusagen. Ja, einfach nur cool. Ich wollte schon immer mal in einem Krokodil drin sitzen. Moment. Hier. Ein bisschen rüber noch. Okay, ja, allzu viel sieht man nicht, aber okay. Wir sind in einem Krokodil drin, das kann auch nicht jeder behaupten. Cool. So, Einfahrt hier. Wow, diese Stadt. Einfach krass. Gut, ja, wir müssen im Prinzip, ja, wir lassen es. Ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich zuerst die LKWs machen, das ist aber egal. Wir können tatsächlich auch gucken, dass wir jetzt erst mitfahren. Wahrscheinlich müssen wir diese Lebensmittel sowieso... Ja, nicht nur wahrscheinlich. Die müssen wir nicht nur irgendwo an eine Stelle bringen, sondern ich nehme an, die Stadt, dass sie aus verschiedenen Bestandteilen besteht sozusagen, müssen wir gucken, dass wir die natürlich überall hinbringen. Da sehen wir nochmal den Kollegen Lokführer. Und hier sehen wir, wo es hingeht. Nochmal ein bisschen nach vorne. Das wäre nach vorne. Zwischen runter. Dann sehen wir hier tatsächlich sozusagen das Krokodilmaul. Sieht doch nett aus. So, nein, ich werde es nicht schneller stellen. Wir haben 75 km drauf. Boah, das sieht auch cool aus. Da sieht man wirklich die ganze, ja, die ganze Macht von so einem Fahrzeug. Irgendwie, wenn man so ein bisschen von hier guckt. Sehr nett. Nein, eben, ich lasse es jetzt mit schneller stellen. Außer wir fahren nochmal mit einer Dampflok mit. Warum wir das tun, weiß ich jetzt auch noch nicht. Oder tun werden. Vielleicht werden wir nochmal eine installieren. Aber das mit dem Schnellerstellen lasse ich jetzt, weil das sind Tempi, die kann man so auch eigentlich genießen. Außer es wäre jetzt irgendwie eine Strecke 10.000 Stunden durch die Pampa mit einer Dampflok, dann werde ich tatsächlich nochmal kurz schneller stellen. Aber jetzt im Moment brauchen wir das nicht. Schön, wie es hier straight ahead geradeaus geht, auch nicht schlecht. Da können später dann natürlich auch schnellere Züge verkehren, wobei ich würde sagen, ja, wenn wir jetzt Krokodile haben, die lassen wir jetzt hier, weil die verrichten ihren Dienst natürlich auch. Das ist so eigentlich auch in Ordnung. Wir müssen mal noch schnell gucken, ob wir jetzt vielleicht sogar bei den Straßen mal noch andere
also dass wir Schranken installieren können bei den Bahnübergängen. Bis jetzt hatten wir ja nur diese Kreuze. Ich gucke gleich mal, sobald wir angekommen sind. Hier wird es eingleisig, genau. Hallo Kollegen. Ja, nochmal kurz die Kamera drehen, wenn wir schon können. Wow. Ja, ich weiß. Ich sage relativ viel wow, aber es ist einfach wow. Es ist tatsächlich wow. Hier liegt auch schon was. Ist das für uns? Das werden wir gleich wissen. Jo, nochmal zwei neue Fahrzeuge. Tatsächlich nochmal eine Dampflokomotive. Ne, wir haben noch nichts an Bord. Und nochmal ein neues Flugzeug. Und wir haben nur noch 12 Millionen. Das hat damit zu tun, dass ich noch den Fahrzeugersatz gemacht habe. Das waren dann doch ein paar Lokomotiven und Züge, die wir ersetzen mussten. Das kostet natürlich Geld. So, also mal schnell gucken. Jawohl, zack, und schon haben wir endlich eine Schranke und sie blinkt. Ach, wie schön ist das, wenn es blinkt. Gut, wir gehen zurück. Mitgefahren sind wir. Wir schauen mal. Die Waren hier. Ja, die brauchen halt hier, wo der Bahnhof ist, tatsächlich. Doch, hier brauchen sie ein paar Brötchen. Also das müsste eigentlich klappen. Wir schauen mal, wo braucht ihr überall Brötchen? Hier oben. Das heißt, wir müssten hier hin mit LKWs. Hier hinten ist okay soweit. Und eigentlich, wenn wir den Bahnhof hier haben... Nee, wir kommen genau nicht an die Brötchen ran. Wir brauchen hier nochmal eine Haltestelle. Also, dann brauchen wir aber zuerst hier unten einen LKW-Port. Wir schauen mal, wo wir dich hinstellen können. Hm, Gebäude, LKW-Port. Das wäre das Teil hier. Dürfte auch größer sein, aber auch hier gilt für meinen Geschmack zuerst mal zu gucken, dass wir mit dem klarkommen, was ein bisschen kleiner ist. Wir haben jetzt wirklich Geld investieren müssen, wieder in die Fahrzeugersätze. Von daher... Ja, machen wir es ein bisschen kleiner. Die Frage ist halt, wo machen wir das hin, das Teil? Hier? Ja, nee, da kommen wir nicht am Bahnhof ran. Und hier oben ist der Platz dann langsam zu Ende. Hm? Nochmal eine Straße ziehen. Irgendwie, dass wir die weiterziehen und das hier hinstellen. Oder dass wir hier oben halt tatsächlich kurz was abreißen. Ich gucke mal, ob das überhaupt hier reinpasst. Kollision. Okay, Kollision, Kollision, Kollision. Bau nicht möglich. Hier, 8 Gebäude würde das kosten. Da war aber eine Stelle, da hätte es geklappt. Wo hat man das mit den 8 Gebäuden? Come on, ich habe hier 10. Eieiei, kostet 300.000. Würde aber natürlich schon dahin passen. Sollen wir das investieren? Ich sage ja. Zack, okay, weil wir brauchen das Teil. Ganz klar. Haben wir jetzt hier noch ein Tram-Dingens? Das wäre jetzt definitiv nicht nötig gewesen. Nein. Kein Tram. Und das können wir eigentlich lassen. Das ist schon ein Cargo-Teil, doch, doch. Jawohl, habe ich richtig gebaut. Da bin ich beruhigt. Können wir rausgehen. Ja, die Schranke, sage ich schon, das Gleis ist weg. Funktioniert. Gut, jetzt brauchen wir nochmal diesen Dingens hier. Und bauen natürlich was Kleineres in die Stadt rein, nämlich das hier, wo man abladen kann. Würde das ein Großteil hier... ja, nee, doch nicht. Hier auch nicht. Machen wir es mal hier hin. Wir müssen nicht alles abdecken, aber wenigstens einen großen Teil wäre meine Idee. Dann wäre das andere hier. Gut, wir brauchen zwei neue Linien. Von hier nach da. Benennen wir gleich mal. Das sind dann... das ist dann Futter. Machen wir Moloch Süd draus, weil wir noch keinen Stadtteilnamen haben. Das ist eben die Idee. Oh, Moment, das war eh wieder die falsche Tastatur. So, jetzt Moloch Süd. Das wäre die Idee. Das machen wir auch. Wenn die Stadt dann Namen hat, dass die anderen Städte, also die, welche wir hier haben, das ist zum Beispiel hier Joldelund. Daraus wird dann die der Hauptname. Und das wird dann ein Stadtteil, das wird ein Stadtteil, das und das. Und wenn wir das hier mit einer großen Stadt benennen, werden wir gucken, dass wir hier die Stadtteile eben auch richtig benennen. Gut, wir brauchen noch eine zweite neue Linie. Von hier nach... Zack, hier hin. Okay, und dann ist das hier Futter Moloch Süd in dem Fall. Mit der anderen Tastatur. Futter Moloch Süd. Passt. Haben wir ein Depot? Nein. Weil wir haben hier ein Straßenbahndepot. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich noch ein normales Depot. Nämlich das hier. Wo das ist, ist egal. Die können ein bisschen fahren. Nett wäre halt trotzdem irgendwo hier, wo man sieht, wenn man mit dem Zug kommt. Weil das ein relativ schönes Teil ist. Aber jetzt nochmal 100.000 investieren, um ein Haus abzureißen.
Das muss auch nicht sein. Machen wir dich hier hinten hin. Bisschen außerhalb. Dann ist hier das städtische Bauamt. Passt doch auch. Gut, wir brauchen Fahrzeuge für beide Linien. Cargo. Cargo-Futtertransport. Das wäre er hier, nehme ich an. Da haben wir ja auch wieder neue gekriegt. Genau, da habe ich beim Fahrzeugersatz schon ein bisschen rumgebastelt, dass wir die auch haben bei den Getreidelinien etc. Und jetzt werden wir die hier auch in der Stadt drin haben. Da brauchen wir nicht Zehntausende. Ich würde sagen mal 3 für den Anfang. Das können wir jederzeit ausbauen. Das wäre dann, ist eigentlich egal. Oh, jetzt haben wir zweimal Süd. Einmal wäre noch Nord. Welcher ist denn hier Nord? Das werden wir gleich wissen. Ist eigentlich egal. Wir nehmen die, kaufen davon nochmal irgendwie 3-4 Stück und machen die andere Linie. Das wäre die hier gewesen oder die. Wo habe ich die jetzt? Ach nö, come on. Ja, wenn man es richtig beschreiben würde. Moment. Ganz langsam. Ich mache Pause, damit wir die LKWs noch in Ruhe sehen. Also das ist Süd. Und das ist genau falsch, weil Süd ist eigentlich ein Ort. So, einmal. Oh nö. Mache ich es halt nochmal. Futter. Moloch. Nord. Gut, jetzt hätten wir das. Passt. Dann brauchen wir die hier für Futter Moloch Süd. Wäre diese Linie. Lassen wir laufen. Und schon haben wir sie hier, unsere schönen Fahrzeuge. Gleich mal einsteigen. Cool. Ja, auch mit Motor. Da ist vorbei mit Dampf und Pferden. Nett. Oh, und wie die Stadt aussieht. Guck mal. Ja, jetzt haben wir tatsächlich hier einige Hochhäuser. Sehr interessant, wie schnell das ging. So, der Fahrverkehr ist auch immer noch zugange. Weil unsere Straßenbahnen sind, glaube ich, komplett überlastet. Die sieht jetzt zwar nicht so voll aus, aber wenn man guckt, wir können nachher nochmal schnell schauen, die Haltestellen, die sind tatsächlich überbevölkert. Da werden wir nochmal schnell schauen müssen. So, jetzt haben wir hier Stau. Ja, das ist das Los eines LKW-Fahrers. Er hier. Wir steigen natürlich, glaube ich, mal noch kurz ein bei ihm. Ja, geht leider nicht so genau. Ja. Ja, so, okay, da haben wir noch, was ist das hier, das Lenkrad. Hallöchen. Ja, auch cool. Okay, aussteigen. Haben wir. Sehr gut. Ja, wenn wir sehen, eieiei. 26 Leute warten dort. Da warten überall Leute. Ist aber natürlich gut. Das Städtchen wird so natürlich nochmal wachsen. Kommen hier die ersten Brötchen an? Immer noch nicht. Ich habe aber schon die richtigen Wagen. Das sehe ich schon richtig. Wir gehen mal gucken hier hinten. Jawohl, wir kriegen Brötchen, aber nicht in rauen Massen. Das heißt, wir werden hier gucken, damit, dass wir hier nochmal ein bisschen Getreide kriegen. Das wäre hier hinten. Hier haben wir diese Fahrzeuge. Das sind eigentlich auch schon die modernen. Jawohl. Aber vielleicht sind es zu wenig, wenn wir hier gucken. Ja, wir sind hier auf 100%. Wir brauchen einen weiteren Bauernhof. Da oben haben wir einen. Und hier haben wir einen. Wir haben eigentlich überall hier Bauernhöfe. Dann bringen wir von hier noch ein bisschen Getreide darauf. Also, werden wir gleich mal machen. So, wir brauchen wieder eine LKW-Station. Die kommt hier hin. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich noch die Straße bauen. Jawohl, da ist noch nichts gemacht. Straßen. Überland. Und dann gerne mit ein bisschen Tempo. Hier haben wir 80, das reicht eigentlich. Düsen wir mal hier rauf. Einmal schön durch den Wald durch. Eine LKW-Station haben wir, genau, nämlich dort. Dann gehen wir mal in die Richtung. So, und düsen dann hier rein. Und schon haben wir den ganzen Spaß. Wir brauchen eine Linie. Das geht ja relativ zügig. Von da nach da. Passt. Und das ist dann, ja, Getreide 2 im Prinzip. Eine andere Tastatur. Getreide für Bierstein. Machen wir es mal so. Machen wir doch eine 2 draus, weil es doch schon die zweite Linie ist. Okay, haben wir hier ein Depot. Jawohl, sehr schön. Fahrzeuge kaufen. Ja, das wäre wieder er hier. Machen wir mal 8 Stück. Kaufen, Linie zuweisen, Getreide, Bierstein 2. Okay, die kommen jetzt auch schon hier raus. Und dann wird es hier langsam eng. Jetzt können wir das aber wahrscheinlich nicht ausbauen, weil hier das Depot im Weg steht. Ich hätte hier tatsächlich gerne die Möglichkeit. Lass mich mal gucken. Ja, das haben sie gut gemacht. Das würde im Moment noch funktionieren. Aber, was wir natürlich machen können, wenn wir das konfigurieren, dass wir hier eine Ausfahrt machen. Ne, das ist eine Einfahrt. Geht hier nicht hin. Hier geht's hin.
Oder dass wir die Einfahrt hier machen. Ist eigentlich egal. Das ist in dem Fall neu die Ausfahrt. Okay. Straße. Ja, müssen wir da ein bisschen zurück. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber ohne ohne Schiene. Und irgendwie gerade wäre noch mein Wunsch. So, und da rein. Und passt. Ich hoffe, Sie nutzen das. Jawohl, die eine Linie nutzt, für die andere macht es keinen Sinn. Aber so verteilen sich die Fahrzeuge ein bisschen. Wir könnten hier natürlich sogar auch noch einen Eingang machen, dass die Fahrzeuge von hier unten kommend da reingehen. Dann haben wir hier oben nicht den Stau. Das würde ich eigentlich glatt mal noch kurz angehen. Oder auch nicht. Ah, schade, geht tatsächlich nicht. Da ist die Fabrik im Weg und hier ist tatsächlich unser Depot im Weg. Geht nirgends. Wisst ihr was? Ich kappe das Depot. Das brauchen wir in dem Sinne nicht. Wenn wir weitere Fahrzeuge brauchen, müssen wir halt wieder eins hinstellen. Weil ich möchte hier tatsächlich noch eine separate Einfahrt haben. Können wir damit vielleicht sogar rüber? Ich muss mal gucken. Also, Ausfahrt wäre hier. Ja, machen wir das so. Oder machen hier halt die Einfahrt. Ne, die müssen da rüber. Aber so, und das hier kappen wir schnell. Entschuldigung, da wollte gerade einer raus. Nein. Jawohl. So, jetzt müssten sie das eigentlich tatsächlich schon nutzen. Können wir nochmal kontrollieren. Jawohl, bestens. Dann kommen sich die hier nicht ins Gehege. Das ist, denke ich, besser. Jetzt fahren sie hier im Kreis, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Haben wir hier eine Schiene? Ach, come on. Warum ist jetzt immer standardmäßig die Schiene dabei? Das möchte ich natürlich nicht haben. Das wird nochmal kurz geändert. Das war die 80 km/h Straße, die hier. So, und jetzt müsste die Schiene schon weg sein. Hier unten haben wir nochmal ein bisschen was und die Straße hier. Die müsste man eigentlich auch noch modifizieren. So, hätten wir modifiziert und die hier ebenfalls. Passt. Und die hier hinten, wie schnell ist die denn? Ach, das ist auch noch so eine 40 km/h Straße. Das heißt, auch hier werden wir modifizieren. Geht das hier über die Schiene rüber? Problemlos. Sagenhaft. Wie einfach das geht. Da wird ein Feld entfernt. Da mache ich das mal segmentweise. Okay, und hier oben nochmal. So, dann haben wir dort ein bisschen Landweg. Ist okay. Oder Landstraße. Das kann man auch noch machen. Das geht nicht. Okay. Ja, sieht auch schon besser aus. Gefällt mir besser die Straße. Zumal wir jetzt hier eine Schranke haben. Sauber. Wie sieht's aus? Ja, es geht langsam aufwärts. Wie sieht es hier unten aus? Haben wir hier schon was? Nein. Wir arbeiten schon mal. Transport haben wir noch null. Da müssen erstmal ein, zwei Fahrzeuge hier anhalten. Ah, jetzt kommt was. Man sieht es Getreide. Sagen wir vielleicht, weil das wirklich extrem ist, was wir hier hinten wahrscheinlich brauchen werden. Noch einen weiteren Bauernhof dazu nehmen. Ich würde sagen, ja. Okay, und zwar den hier. Dann haben wir heute ein bisschen den Bauernhoftag. Ist doch auch nett mit den ganzen LKWs, Gebäude. Zack. Einmal drehen. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich noch eine Straße hinstellen. Zack, passt. Nee, haben wir. Wir müssen die modifizieren, welche wir haben. Machen wir auch gleich. Nochmal mit 80 km/h. So, dort dran. Das geht auch relativ ruckzuck, wie man sieht. Ja, und hier passt. Und dann brauchen wir eine neue Linie. Das geht wirklich ganz schnell. Von hier, nicht dahin, sondern hier oben hin. Okay, und dann ist das halt nochmal. Brötchen für Moloch. Nee, Getreide. Ja, machen wir nochmal Getreide. Getreide. Machen wir wieder LKW, so wie wir es bei der ersten Linie haben. Hier Stein, das ist die 3. Funktioniert. Wir brauchen. Wir brauchen ein Depot. Ja, das habe ich abgerissen. Aber das war klar, weil eben nur das so bauen wollen, wie wir es dort haben. Dann war das halt am falschen Ort. Soll ich das mal hier hinstellen? Wahrscheinlich ist es dann wieder im Weg. Wenn wir hier nochmal ausbauen, was wir eh müssen. Nee, das machen wir nicht. Wir müssen dort nochmal ausbauen. So, ich baue es mal hier hin. Okay, kaufe die LKWs. Wer habt ihr hier? Ich kaufe mal eine ganze Ladung, weil der Weg auch ein bisschen länger ist. Okay, passt. Dann kriegen wir hier Getreide ohne Ende. Aber jetzt müssen wir hier nochmal schnell schauen, konfigurieren. Wir bräuchten nochmal so ein Teil hier. Kriege ich das hier hin? Jawohl. Oder hier oben. Aha, das geht hier überall hin. Okay, wo mache ich das denn hin? Schauen wir mal hier. Zack, wenn wir jetzt schnell gucken. Terminals.
Haben wir hier drei und das Verteidigen? Nee, doch nicht. Das ist eigentlich nur länger. Wir brauchen hier ein weiteres Terminal. Wie kriege ich denn hier nochmal ein Terminal hin? Fleet Access, Passenger, nein, Cargo. Ja, machen wir eben doch hier hinten noch eins hin. Wieder rausgehen. Ja, jetzt müsste man doch hier zur 3 kommen. Wer möchte denn dort in die 3 rein? Sagen wir mal hier. Klappt das? Ja, schnell raus, Linien aufrufen. Jawohl, das klappt relativ gut. Sauber. Also jetzt müssen wir hier tatsächlich einiges an Getreide kriegen, damit die auch wirklich ordentlich Brötchen machen können. Für Pitzpool klappt schon. Brötchen für Moloch ist noch in Arbeit. Oder war der gerade da? Der war gerade da. Ah doch, der hat doch immerhin 30 Brötchen dabei. Er kann aber auch nur 32. Ne, kann er nicht. Der hat nur 30 Brötchen gekriegt. Der könnte aber mehr transportieren. Das hier ist ja der Platzhalter. Das würde dann in Brötchen umgewandelt werden. Gut, haben wir. Passt. So, jetzt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht nur in dieser Stadt arbeiten. Es ist natürlich sehr reizvoll. Aber ich möchte natürlich auch den Rest der Map hier irgendwie dann noch wieder beachten. Was wir aber noch machen können, dass wir eine Buslinie machen hier durchs Zentrum durch. Das haben wir gesagt. Wir haben außenrum die Straßenbahn. Dann gibt es jetzt im Zentrum noch den Bus. Straßen? Nein, Gebäude? Ja. Machen wir mal dich hier. Und jetzt ist halt die Frage, wo wollen wir hier lang? Hier im Zentrum haben wir natürlich doch auch schon Straßenbahn. Wenn man das so betrachtet. Also so viel Sinn macht das gar nicht mehr mit Bussen. Vielleicht hier irgendwie außenrum. Ich mache das mal hier. Zack, zack. Zack, zack. Da muss man am Schluss dann aber tatsächlich noch wissen, wo man hier lang wollte. Das geht jetzt einfach einmal hier außenrum. So, wir halten hier nochmal. Und das dürfte relativ fett sein, was hier an Leuten dann einsteigt. Linie. Neu. Zack, 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 zack. Wieder hier hin. Berliner Straße. Und wieder zurück. Passt schon mal. Hätten wir. Müssen wir benennen. Das ist dann im Prinzip Moloch Zentrum. Machen wir mal Moloch Bus. Ne, Moment. Da ist wieder die falsche Tastatur. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich hier oben schreibe. Okay. Moloch Bus Zentral. Haben wir. Ein Straßendepot. Haben wir auch. Und zwar, wo habe ich das denn jetzt hingestellt? Das ist die Straßenbahn. Hier unten ist es. Ja, schön weit weg. Wir brauchen Passagierbusse. Das wären dann Daimler-Dexitz-Wagen, würde ich sagen. Das ist keine lange Strecke. Machen wir mal 7 Stück draus. Kaufen. Linie zuweisen. Müssen wir ein bisschen raus. Moloch Buszentral. Und da möchte ich jetzt natürlich noch mitfahren. Weil das geht jetzt hier in die Innenstadt rein. Ich gucke mal auf die Uhr. Doch, doch, das können wir noch machen. Die haben hier Häuser hingestellt. Wie schnell das geht, sagen wir. Wir haben erst 1926, Leute. Ihr müsst ja nicht übertreiben. Hallo Tram. So, er macht sich direkt auf den Weg. Das ist sehr schön. Mal gucken, ob die da überhaupt noch Sonne haben, da zwischen den Häusern. Wenn das so große Gebäude sind. Moloch Bus Zentral, da steht es ja angeschrieben. Ja, damit die Leute auch genau wissen, wo es hingeht. Sehr nett. Sollen wir mal den Hochsitz genießen? Ja, schwierig. Haben wir eh schon mal gemacht. Ich glaube, war das in der Kampagne? Da saß doch... Nee, das war auch im normalen Let's Play. Da saß doch dann hier so ein Herr, der hat Zeitung gelesen. Was für ein Bild. So, ich möchte trotzdem nochmal normal hier rein. So, Straßenbahn, Privatverkehr. Wow, was für eine Riesenstadt das jetzt geworden ist. Wir haben immer noch alte, schöne Häuser hier. Guck mal hier. Aber so im Ganzen, ja, ist das jetzt doch, ja, ein relativ ordentliches Zentrum geworden. Ist sicher die Hauptstadt der Map, das ist keine Frage. Bin gespannt, wie die dann heißt. Da werden wir gucken. Ich mache das so. Die Stadt, welche in der Abstimmung am meisten Likes hat, also 3 Stück nehmen wir, haben wir gesagt, weil wir haben hier nicht so viele Städte. Die Stadt, die am meisten Likes kriegt, das wird dann die hier. Und wenn das meinetwegen Oberhintertupfingen ist, ist ja egal, dann ist es so. Und da müssen wir mal gucken, ob Oberhintertupfingen irgendwelche Stadtteile hat, damit wir die anderen Sachen noch machen können. Die anderen Stadtteile noch benennen können. So, wo ist denn jetzt hier? Wir sind glaube ich noch nicht mal dort, wo eigentlich die Busstrecke wäre. Kann das sein?
Hier hinten ist das, glaube ich. Oder sind wir schon? Sind wir dort? Ja, guck mal hier. Habt ihr das gesehen? Wir müssen nochmal bei den Straßenbahnen nachrüsten. Ja, es sieht nicht mehr nach 1920 aus, das muss ich sagen. Das hat sowas von den 80ern irgendwie. Ich weiß wirklich nicht, wo unsere Linie ist. Doch, hier ist sie, genau hier zwischen den Häusern. Schön, mit der Sonnenschirm. Und es ist halt wirklich, wenn man hier so sitzt und guckt, das ist die Skylines. Und das ist wirklich nur ein Lob für Urban Games und für Transportfieber. Weil sowas wie die Skylines muss man erstmal wieder hinkriegen. Und dann mit der Grafik. Heiliges bisschen. Okay, klar, es ist nicht City Sky, es ist Transportfieber zum Glück. Weil ich mag das halt noch mehr. Ja, cool. Okay, wir steigen mal aus. Wir können ja natürlich noch relativ lang mitfahren. Aber wir müssen hier tatsächlich beim Tramoloch 1 noch was machen. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir werden uns hier nochmal ein paar Straßenbahnen kaufen. Wen haben wir denn? Ja, ich muss zuerst rausfinden, welche Fahrzeuge wir hier haben, auf welcher Linie. Also, wir haben hier Tramoloch Linie 1. Mal gucken gehen. Ja, das sind die. Alles klar. Tramoloch Linie 1, das wären die hier gewesen und die wahrscheinlich. Dann nehmen wir von denen nochmal ein paar dazu. Was haben die für eine Kapazität? 11. Und die hier? Auch 11. Und die? Ja, oder wisst ihr was? Wir verkaufen das nochmal. Auch wenn wir jetzt eigentlich gesagt haben, wir unterteilen das nach Nord und Süd. Also wenn wir sehen, dass wir so viele Leute dort haben, dann müssen wir da halt tatsächlich jetzt mit Straßenbahnen arbeiten, die ein bisschen Kapazität haben. Deswegen kaufe ich mal die hier noch. Und das wäre dann für Nord. Beziehungsweise... Moment, warum hieß das jetzt hier? Tramoloch Linie 1. Okay, was habe ich denn mit Nord und Süd? Habe ich nicht irgendwas mit Nord und Süd noch benannt? Waren das die Busse? Hä? Moment. Ich gehe mal schnell gucken. Zack. Was haben wir denn hier Schönes? Tramoloch Linie 1. Tramoloch Linie 2. Irgendwas hatte ich doch noch mit Nord und Süd. Ach, Futter. Genau. Okay, alles klar. Das haben wir unterteilt. Logisch. Gut. Ob das reicht, das ist die andere Frage. Ich wage es zu bezweifeln. Hier stehen so viele Leute. Wobei, wenn wir da 21 als Kapazität haben, dann müsste eigentlich schon gehen. Mein Gott, ist das gewachsen. Heiliges bisschen. Das ist wie wenn man irgendwie mit einem kleinen Kind, das man vor 2 Tagen noch in den Kindergarten brachte. Und jetzt geht es schon irgendwie zur Schule. Das ist ja schon krass. Aber cool, gefällt mir extrem gut. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich denke, wir werden noch viel Spaß haben mit der Stadt. Also, ich gehe mal schwer davon aus. Sagen wir Tschüss mit dem Zug. Dann haben wir auch mal wieder eingesehen. Danke fürs Zusehen. Bis ordentlich moin. Tschüss.